Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben heute die erste Lesung des Haushaltes. Als wir letztes Jahr die erste Lesung des Haushaltes hatten, kamen täglich noch über 1000 Flüchtlinge zu uns. Die Zahlen sind zurückgegangen, das heißt aber nicht, dass wir unseren Anstrengungen nachlassen dürfen, sondern im Gegenteil, ich glaube, wir brauchen noch mehr Entwicklungszusammenarbeit als weniger Entwicklungszusammenarbeit. Wir führen leider die Debatten, gerade die Flüchtlingsdebatten, immer noch zu sehr auf uns bezogen. Das ist aber keine deutsche Angelegenheit oder eine europäische Angelegenheit, sondern ist eine globale, eine weltweite Angelegenheit. Wenn wir die Zahlen von UNHCR ansehen, über 65,8 Millionen Menschen, die auf der Flucht sind, ein Zuwachs von fast 7 Millionen innerhalb eines Jahres. Und wenn man dann noch sieht, dass nur 200.000 zurückgeführt worden sind oder in ihre Heimatländer zurückgegangen sind, sieht man diesen Aufwuchs in diesem Zusammenhang. Und Frau Engelmeier, ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie das Thema Kinder angesprochen haben. Nämlich 51% davon sind Kinder und meistens Kleinkinder. 150.000 sind inzwischen auch auf der Flucht auf die Welt gekommen. Jedes neunte Kind auf der Welt lebt in einem Krisengebiet. Und 250 Millionen Kinder erleben jeden Tag Krieg. Das Schlimme an dieser Sache ist, dass inzwischen Gewalt gegen Kinder als Kriegswaffe eingesetzt wird, um die Eltern zu demoralisieren, ob das Entführung ist, ob das Vergewaltigung ist und bis zur Tötung und Folter von kleinen Kindern. Deswegen müssen wir schauen, dass wir hier Rettungsmodelle schaffen, damit diese Kinder aus diesem Kreislauf heraufkommen, dass diese Lost Generation nicht sind, nämlich das sind diese Kinder, die später erwachsen sind und diese Kinder mit unseren Kindern und Kindeskinder später auch dann zusammen auf dieser Welt leben. Und wir müssen auch schauen, deswegen bin ich auch dem Minister sehr dankbar, dass wir hier Ausbildung, das ist immer dieses Thema, diese drei, diese Ausbildung, Beschäftigung, Schule, was wir hier das auf den Weg kriegen mit dem Zusammenhang. Und ich bin dankbar, dass wir gerade in Herkunftsländern um Syrien und die Herkunftsländer um Syrien herum, dass wir es geschafft haben, in 3 Jahren für 500.000 Schüler nämlich Schulplätze zu schaffen mit deutschem Geld. Dafür ein ganz, ganz herzliches Dankeschön. Die Krisen werden ja leider nicht weniger. Das sehen wir jeden Tag in Debatten, das sehen wir jeden Tag in den Medien. Nigeria, Kamerun, Niger, Tschad, 2,6 Millionen inzwischen wieder auf der Flucht, allein durch Boko Haram. Afghanistan, Taliban rückt wieder vor. 1,2 Millionen Binnenflüchtlinge inzwischen wieder. Südsudan, innerhalb der letzten Wochen allein 70.000 Menschen, die außerhalb ihres Landes geflohen sind. Dazu kommen noch andere Ursachen. Kommt der Klimawandel, kommt El Nino, Dürrekatastrophen, Millionen Menschen vom Hungertod, Hungertod mit bedroht. Die Bevölkerungswachstum in afrikanischen Staaten ist ja auch schon mit angesprochen worden, was uns in der Zukunft noch vor ganz, ganz großen Herausforderungen auch stellen wird. Auch in Syrien zeigt sich momentan leider keine Lösung ab, sodass wir sagen können, wir schaffen es, die 4,6 Millionen Flüchtlinge aus Syrien, die in den Nachbarländern Jordanien und Türkei und Libanon sind, dass wir die zurückführen können. Für uns ist es wichtig, gerade diese Länder, wo diese Flüchtlinge sich aufhalten, die nicht zurück können, weil wir noch nicht politisch hier zu einer Lösung gekommen sind, dass diese Nachbarländer nicht vollkommen destabilisiert werden in diesem Zusammenhang. Wenn man sieht, dass wir allein dieses Jahr mit deutschem Geld das World Food Programm ausgestattet haben, dass wir 4,2 Millionen Syrer mit hier ernähren konnten, in Syrien allein, dass wir 1,2 Millionen Syrer auf der Flucht mit Nahrungsmitteln versorgen konnten, glaube ich, ist dies ein sehr gut angelegtes Geld. Die Nachbarländer von Syrien, ich habe es angesprochen, es droht die Destabilisierung, die Stimmung kippt, die Lage spitzt sich zu. Nach fast 6 Jahren syrischer Krieg, wo die Flüchtlinge noch mit dem wenigen, was sie hatten, ankommen, weil sie auch einiges mitverkauft hatten, ob das eine Firma war oder ihr Haus und vieles anderes mehr, wenn sie noch dazu Zeit hatten. Das Geld ist aufgebraucht. Das heißt,
Es besteht ein Konkurrenzdruck, ein Konkurrenzdenken auch zwischen einheimischen Bevölkerung und den Flüchtlingen. Die Jugendarbeitslosigkeit steigt. Der IS breitet sich inzwischen leider auch in Jordanien aus. Wir haben ja den ersten Anschlag jetzt auch hier miterlebt. Und das ist, müssen wir schauen, dass wir diesen Stabilitätsanker, was ja auch Jordanien ist, dass wir es schaffen, diesen Stabilitätsanker hier mitzuhalten. Deswegen ist auch der Jordan Compact, den wir vereinbart haben, ein wichtiges Thema, 200.000 Arbeitserlaubnisse für syrische Flüchtlinge, Bildungsmöglichkeiten für die Flüchtlingskinder, aber auch Bildungsmöglichkeiten für die Kinder in den Gemeinden, wo die Flüchtlinge sind. Wir müssen darauf schauen, dass wir hier eine Harmonie hinbekommen zwischen den Gemeinden, wo die Flüchtlinge mit aufgenommen werden, damit diese Diskrepanz nicht noch stärker wird in dem Zusammenhang. Libanon. Auch Libanon, Spannungen bei mehr über 1 Million Flüchtlingen werden nicht weniger, sondern mehr. Inzwischen leben 75% der Flüchtlinge in Jordanien in absoluter Armut. Vor 2 Jahren waren es noch 50%. Jetzt sind es 75%. Die Ersparnisse sind auch hier aufgebraucht. Die Hälfte der Kinder auch hier keine Schule. Über ein Drittel arbeitet unter 14 Jahren. Ich bin auch froh für das Cash for Work Programm. Wir wollen insgesamt 200.000 Menschen auch hier in Arbeit bringen. Und es ist schon angesprochen worden, für 1 Euro, was wir investieren, auch in Infrastruktur und vieles andere mehr, kann man das 30-fache schaffen, was man hier in Deutschland für dieses Geld auch bekommen wird. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind froh um jedes besetzte Gebiet, das von der IS zurückerobert wird. Aber leider kommt es bei der Vertreibung von IS unweigerlich auch zu negativen Erscheinungen. Es kommen neue Flüchtlingswellen. Die Bevölkerung flieht, weil sie Angst hat, von den Terroristen als Schutzschild missbraucht zu werden. Ich erinnere an Fardusha mit 90.000. In Mosul allein rechnen wir jetzt mit 1 Million zusätzlichen neuen Flüchtlingen. Und natürlich gilt es zuerst die Versorgung, das Humanitäre, die Menschen hier zu unterstützen. Aber wir müssen auch schauen, dass wir diese Rückkehrperspektiven auch hier wieder öffnen, dass sie zurückkehren können, dass wir auch den Wiederaufbau mit ihnen auch hier begleiten können, dass sie auch zukünftig hier ein würdiges Leben führen können. Das heißt, mit der Vertreibung der IS werden die Probleme nicht weniger, sind nicht alle Probleme gelöst, sondern es sind noch viele Herausforderungen zu uns. Viele Menschen, die in den besetzten Gebieten waren, blicken natürlich mit Freude auf die Befreiung. Aber es gibt auch viele, die mit Sorge auf die Befreier schauen. Und deswegen müssen wir sehen, dass wir auch mit unterstützend sind, dass nicht durch Racheakte der Befreier neue Spannungen und Konflikte entstehen an der Bevölkerung, die wirklich oder angeblich während der IS-Herrschaft mit ihr kooperiert hat. Machtansprüche schiitischer und kurdischer Befreier in Gebieten, wo mehrheitlich Sunniten leben. Wir müssen hier schauen, dass wir eine Grundlage schaffen für ein friedliches Zusammenleben der einzelnen Gruppen in der Zukunft. Eine riesige Herausforderung. Abbau von ethnisch-religiösen Spannungen, auch mit Blick auf den Christen in diesem Land. Das heißt Versöhnungsarbeit, Programm von Integrationen von ehemaligen Kämpfern auch in die Gesellschaft, Programm für Förderung des religiösen Dialogs. Und es heißt auch Maßnahmen zur Einbindung von Minderheiten. Das heißt, in der Zukunft wird nicht nur wichtig sein, dass wir sagen, wirtschaftliche Maßnahmen zu machen, Wiederaufbaumaßnahmen zu machen, Gesundheitsversorgung, Stationen zu bauen und vieles anderes mehr, sondern wir müssen auch Programme schaffen für Konfliktbewältigung. Wir müssen auch Programme schaffen für Prävention, dass nicht wieder alte Konflikte durch neue Konflikte zukünftig ersetzt werden und auch dadurch wieder ausbrechen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, damit dies alles bewältigt werden kann oder soll, gab es viele große Konferenzen. Es gab große Geberkonferenzen und viele haben finanzielle Zusagen gegeben. Und ich kann nur appellieren, dass diese Zusagen auch zukünftig eingehalten werden. Wir haben uns alle gefreut, als es geheißen hat, dass wir von den 2,3 Milliarden, die in London auf der Geberkonferenz vereinbart worden sind, dass 1,4 Milliarden insgesamt hier in die Schulbildung gegeben wird, vier Kinder mitgegeben wird, die hier mit auf der Flucht sind.
Fakt ist es, dass gerade erst 400 Millionen eingegangen sind. Dass die Hälfte der Kinder, die eigentlich jetzt schon in der Schule hätten sein müssen, nicht in der Schule sind. Und ich bin froh, dass Deutschland hier wirklich seine Zusagen vollständig und als erster erfüllt wird. Dafür auch dem Haus, lieber Gerd, ein herzliches Dankeschön, dass wir hier wirklich ein Vorreiter, ein Symbol sind für die internationale Gemeinschaft in diesem Bereich. Ich möchte schließen, um auch mal Dank zu sagen an die vielen, die draußen vor Ort sind, an unsere Durchführungsorganisationen, an die vielen Entwicklungshelfer. Wir tun uns manchmal für ein bisschen leid, wir über Zahlen und vieles andere zu reden. Sicher, ohne Geld geht es nicht, das ist klar. Aber sie sind vor Ort, sie halten ihren Kopf hin. Und ich glaube, es ist manchmal keine einfache Aufgabe, es ist eine schwierige Aufgabe, wenn man oft das Elend sieht, Tag für Tag. Und es gibt ein Elend, da kann man einfach nicht abstumpfen. Und in dem Sinne einen herzlichen Dank an alle, die draußen vor Ort sind, an unsere GEZ, an unsere Durchführungsorganisation, an viele andere mehr wie UNICEF, die uns auch für uns die Aufgaben draußen in der Welt erledigen. Auf eine bessere Welt. Vielen Dank. Die Ankündigung des Endes der Rede ersetzt diesen Schlusspunkt nicht. Und wir haben schon die eingesparte Minute Ihnen draufgegeben. Aber ich bitte jetzt wirklich alle folgenden Rednerinnen und Redner, sich an die Verabredungen zu halten. Die Kollegin Gabi Weber hat für die SPD-Fraktion das Wort.